Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Der letzte YouTuber, der darüber ein Video macht. Ich habe schon in meiner Abo-Box gesehen, jeder hat schon ein Video rausgehauen. Aber nicht jeder von denen ist gerade nach 8 Stunden Arbeit. Plus eine Stunde Mittagspause, plus Hin- und Rückfahrt. Also ich war 11 Stunden unterwegs eigentlich. Nach 11 Stunden nach Hause gekommen, um das Video zu drehen. Es wurde um 17 Uhr angekündigt, was der Ultra-Bonus ist. Es wurde endlich bekannt gegeben. Jetzt wissen wir es. Es herrscht Chaos. 50%, ja okay, nicht 50%. Die einen freuen sich, die anderen leiden. Wir sind gleich live im Livestream und ja, schauen uns das Ganze nochmal genauer an. Ich schaue mir die Reaktion von euch an, ihr könnt eure Meinung live abgeben, bisschen drüber diskutieren. Aber jetzt erstmal, was ist alles? Was ist da los? Alter, ich bin selber ganz verwirrt. Also, Ultra-Bonus. Es gibt 4 Sachen, eigentlich 3, aber kleiner vierter Punkt. Und zwar, ab dem 13., Das ist der Donnerstagabend, aber da Events bei uns immer um 22 Uhr starten, heißt es Freitag eigentlich geht's los für uns. Weil Donnerstagabend, da wird es keine Raids mehr geben. Aber ab Donnerstag, theoretisch, also für uns Freitag, wie gesagt, ich wiederhole mich, sorry, gibt es für eine Woche vom 13. bis zum 20. Und damit hätte ich niemals gerechnet. Ich habe ja heute das Video hochgeladen mit den Theorien, was am meisten so spekuliert wurde. Ein paar meinten, alle Legendären, zum Beispiel alle Vögel nochmal für ein Wochenende oder eine Woche oder so. Und ich hab das echt ausgeschlossen, aber Niantic hat das echt gebracht. Niantic hat diesen Move echt gebracht. Hätte ich niemals damit gerechnet. Eine Woche, Arctos, Zapdos, Lavados wieder am Start. Und die gibt es natürlich als Shiny. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wenn einmal ein Shiny da ist, dann gibt es den für immer. Sprich, die gibt es wieder als Shiny. Ja, und eine Woche. Was mich persönlich sogar ein bisschen traurig macht, jetzt nicht, weil die wieder da sind, weil ich habe nur einen Shiny Arctos, also Lavados und Zapdos würde ich sogar noch brauchen. Und Zapdos könnte ich theoretisch aufbessern, aber habe den 96er jetzt schon gemaxt. Aber bis zum 20. gehen eigentlich auch die Regi-Rock-Rates und ich habe noch keinen guten. Das heißt, ich wäre eigentlich noch bereit gewesen, bis zum 20. eine Menge Regi-Rock-Rates zu machen. Aber wenn dann ab Freitag die Vögel wieder da sind, glaube ich nicht wirklich, dass ich genug Leute zusammenbekomme, um ein paar Regi-Rock-Raids zu machen. Das heißt, ich habe noch bis diese Woche, also bis Ende dieser Woche, das heißt, ich habe eigentlich nur noch ein paar Tage, um mir noch einen guten Regi-Rock abzustauben. Was ein bisschen leidend für mich ist. Und ich bin wahrscheinlich auch der Einzige auf der ganzen Welt, der so denkt bezüglich Regi-Rock. Zweiter Bonus, vom 13. September bis zum 30. September, ein bisschen mehr als 2 Wochen, gibt es alle regionalen in Eiern. Und zwar 7 Kilometer Eier. Aber nur von Gen 1. Puh, ich bin ein bisschen zu schnell mit meinen Gedanken schon. Nur Gen 1 regionale gibt es dann in 7 Kilometer Eiern. Kangama, Purenta, Tauros. Für mich sehr interessant. Tauros habe ich noch nicht. Kangama und Purenta hatten ja schon Events. Und Pantymos. Für alle Nicht-Europäer. Das war auch eine Theorie, die ich sehr, sehr unwahrscheinlich hielt. Aber die war seit auf Platz 5 oder so. Ich habe ja nur die Top 4 genannt. Dass regionale kommen. Ich habe nicht mal dran gedacht. Ich habe es nicht mal ins Video gepackt. Weil ich das für so unglaublich gehalten habe. Aber Niantic hat den Move auch ausgepackt. Und die regionalen von Gen 1 verteilt. Also regionale auch komplett tot. Schreibt natürlich unten in die Kommentare eure Meinung. Aber wie gesagt, schaut im Livestream vorbei und gebt da auch eure Meinung ab. Könnt ihr auch machen. Ja, ich werde eine Menge brüten. Purenta habe ich 100, Kagama habe ich 100, Pantymos habe ich 100. Tauros habe ich noch gar keinen. Also Hauptsache ein gutes Tauros. Und dann sammle ich ja momentan einen Glücks-Pokédex. Das heißt, Pantymos, ne, den habe ich schon. Tauros, Kagama und Purenta. Jeder, der einen hat, kann mir gerne tauschen und hoffentlich werden die Glücks. Dann der dritte Punkt, das ist dieser kleine Punkt, der Nebenpunkt. Und zwar erhöhte. Also eigentlich ist es ein Kanto-Event, erhöhte Kanto-Pokémon spawnen und, das ist das Interessante, Kanto-Raids. Da denkt man natürlich an die Sachen, die es bisher schon gab. Zum Beispiel kommt Galaxo wahrscheinlich wieder, Lapras kommt wahrscheinlich wieder. Was mich sehr interessieren würde, Blitzer, wenn der wieder kommen würde, weil den habe ich verpasst, 3er Solo-Raid. Aber neue Raids feiere ich immer. Neue Raids, neue Herausforderungen, irgendwelche 3er Solo-Raids, sehr, sehr, sehr gerne. Tangela ist ein 3er, ist ein 3er, aber ich meine, ist ein Kanto-Pokémon. Also hoffentlich bleibt Tangela. Nocturne
Nocturne kann ich auf jeden Fall gebrauchen. 100er Nocturne. Und jetzt kommen wir zu der Bombe, die Niantic rausgehauen hat. Das hat einfach zerstört. Wie gesagt, viele finden es gut, viele finden es schlecht. Ich habe noch keine Ahnung dazu, darüber. Ich muss mir noch eine Meinung bilden. Video kommt dann morgen oder jetzt an dem Livestream. Aber am 20. geht Regirock weg und ersetzt wird er durch Mewtwo. Mewtwo wird dann über einen Monat als normaler Raid da sein. Also als normaler legendärer Raid. Kein X-Raid, kein gar nichts. Einfach aus dem Pinball. Für einen Monat. Über einen Monat. Ja, was soll man sagen? Das heißt an sich, jeder Trigger, jeder X-Raid, eigentlich ziemlich unnötig. Ich habe jetzt zwischen 20 und 30 Mewtwo-Raids, um die 30 Einladungen ein bisschen drüber. Und jetzt mit dem, selbst wenn ich nur einen am Tag mache, den kostenlosen, sind das nochmal 30 oben drauf. Sprich, jeder Trigger bis jetzt dieses Dreivierteljahr. Ich würde nicht sagen, warum sonst, weil ich habe 200er und 98er. Aber ihr wisst, was ich meine. Diese Mühen, eine Arena auszulösen. Ich habe richtig schlechte Raids gemacht, um den Pass zu bekommen. Und Leute haben sich freigenommen, Leute haben Zeit investiert, sind extra wohin gefahren. Man kennt das Dilemma. Auch Safari-Zone und so, das mit Corazon. Also ein altbewährtes Thema, ein altbewährtes Problem. Wie gesagt, ich muss noch drüber nachdenken, ob ich das gut oder schlecht finde. Eure Meinung unten in die Kommentare. Aber, also erstmal, es wurde nichts von Shiny Mewtwo erwähnt, also rechnet nicht mit Shiny Mewtwo. Und, das ist meine Chance, auf den dritten 100er! Ich weiß nicht, ob ich es versuchen soll. Eigentlich habe ich genug Mewtwo, das ist ja eigentlich richtig Pässeverschwendung. Aber, ich könnte eigentlich echt die durchsuchen, bis der dritte 100er kommt. Ich überleg's mir noch, aber das waren die Neuigkeiten, das war der Ultra-Bonus. Wir sehen uns jetzt gleich im Livestream. Eure Meinung unten in den Kommentaren. Leidend oder saftig? Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen nicht ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.